Hallo liebe Zuschauer, willkommen zu einem kleinen Informationsvideo und zwar es geht um Starbound, wie man die Leckerei und die Ruckelei und was weiß ich alles wegbekommt. Es gibt da drei Ansatzmöglichkeiten, ich zeige euch direkt die erste, die ist am einfachsten eigentlich. Starbound startet in einem recht hohen Prioritätsmodus, hier im Task Manager könnt ihr das überprüfen, ne, bei Prozesse. Ich habe jetzt Starbound nicht an, weil sonst Starbound aufgenommen werden würde, ne, Fraps und so, ihr wisst Bescheid. Aber wenn Firefox jetzt Starbound wäre, Starbound erscheint dann hier unten, wahrscheinlich wenn ihr nach Arbeitsspeicher, nach der Auslastung geht, ganz unten. Weil es echt hardcore abgeht. Ihr geht einfach Rechtsklick auf den Starbound-Prozess, Priorität festlegen und dann werdet ihr schon sehen, dass der auf hoch läuft, der Prozess. Und den setzt ihr auf jeden Fall auf normal runter. Das ist schon mal ein guter Ansatz, dann bockt es oftmals gar nicht mehr so arg rum, wie es sonst immer macht, dass es ewig rumnudelt und leckt und was weiß ich alles. Falls das nicht funktioniert, gibt es einen zweiten Weg, der ist ein bisschen, ja, nicht wirklich schwieriger, aber halt ein bisschen, ist etwas mehr. Und zwar geht ihr einfach, sucht ihr die Starbound-Exe, also die Anwendung. Dazu geht ihr einfach da in das Verzeichnis, wo ihr Starbound eben installiert habt. Bei mir ist es hier, Killer Splatter Programme Teil 2, Steam, Steam Apps. Das, ab hier ist es immer das gleiche bei jedem. Steam, Steam Apps, come on, Starbound, Win32 und dann seht ihr hier schon die Anwendung. Da geht ihr einfach mit einem Rechtsklick drauf, auf Eigenschaften, dann auf den Kompatibilitätsreiter. Und dann hakt ihr hier einfach Programm als Administrator ausführen an. Dazu muss man sagen, dass natürlich nicht jeder Weg jetzt euch helfen muss unbedingt. Mir hat zum Beispiel auch nur eine Weg geholfen und zwar der letzte, der schwierigste eigentlich. Die anderen habe ich gar nicht erst ausprobiert. Da es bei mir läuft, mache ich das hier auch nicht mit Programm als Administrator ausführen. Aber jeder Weg für sich hatte immer Befürworter gehabt natürlich. Also jemand hat den vorgeschlagen in irgendwelchen Foren, dann hieß es, ja geil, bei mir klappt's, danke. Aber bei mir, ich habe halt zuallererst den letzten Weg erfahren und ja, die zwei Wege sind aber etwas einfacher, wie gesagt. Also einfach hier als Programm als Administrator ausführen, übernehmen und dann auf okay. Und dann kann das Laggen und Ruckeln auch schon verschwunden sein. Und nun kommen wir zur, ich sag mal, schwierigsten Aufgabe von allen. Ist nicht wirklich schwierig, aber dauert halt etwas länger als die anderen. Vorneweg sei noch gesagt, dass ihr diese Hilfe, vor allem diese hier, natürlich freiwillig nutzt und auf eigene Gefahr. Bei mir hat das Ding hier jetzt speziell geholfen. Die Sachen, die ich gelöscht habe, auch die nichts mit Starbound zu tun hatten, haben mir auch nicht geschadet. Schreibt euch aber dennoch mal, vorsichtshalber, die zwei, drei Dinger, die ihr da löscht, das sind eh nicht mehr Einträge. Schreibt euch die auf. Falls ihr nämlich gewollt in Spiel XY zum Beispiel eingestellt habt, dass es als Admin starten soll oder unter dem Administratorenrechten, dann löscht ihr das ja somit raus, den Eintrag. Also wird es dann auch nicht mehr so gestartet. Und wenn dann irgendein Spiel rumhakelt, müsst ihr das halt wieder erneut einstellen. Hier, ich hab hier noch den Thread offen. Also ihr macht einfach Steam und so weiter. Ihr macht alles aus. So, Exit. Dann, go to your Steam Folder. Right-click on Steam Exe. Blablabla. And select Compatibility Mode. Also, ihr müsst gucken, dass jede Box, jeder Ding angecheckt ist. Also keinen Haken enthält. Ihr geht hier einfach rum. Steam, so was wie, Steam, genau, auf die Steam-Exe, wo ist sie denn? Hier unten, hier ist sie. Ihr geht hier auf Eigenschaften, dann wieder auf den Kompatibilitätsmodus und dann muss es genauso aussehen. Es darf nichts angehakt sein, ne? Also hier steht ja auch, hier, make sure every single checkbox is unchecked, also es darf nichts angehakt sein, keine Box. So, natürlich unter anderem das... Sprich, das heißt auch, dass Run as Admin Checkbox auch nicht angeklickt sein darf. Ich weiß nicht, warum man das extra erwähnt, wo er doch hier schreibt alles, aber egal. Er ist halt wirklich sehr, sehr genau, dieser Kamerad. So. Hit OK and Save Settings. So. Und dann geht er davon aus, dass man Windows 7 hat. Es geht wahrscheinlich auch mit den anderen Dingern, aber er meint, dass mit Windows 8 würde das wohl genauso gehen. Er glaubt, dass es genau so funktioniert, aber er weiß es nicht genau. Egal. Nun geht hier unten auf Start, beziehungsweise holt euch die, Ausführen-Box und gebt Regedit ein, ne? Die Box habe ich mir jetzt geholt mit der Windows-Taste und R, aber ihr könnt auch einfach, glaube ich, hier, den hier machen. Ja, so, dann kommt, fragt euch Windows kurz, darfst du das wirklich machen, oder, ne? Und dann macht ihr ja. So, dann klickt ihr auf, ja. Und dann, und jetzt passt auf, geht ihr erstmal in diesem Pfad, HK Current User. Es ist übrigens möglich, dass ihr mit dieser Aktion hier eine vorherige Option, die ihr vielleicht versucht habt, wieder aufhebt. Unter anderem das mit diesem Administrator starten und so. Also testet die Option einzeln durch. Und welche für euch am besten läuft, behaltet ihr dann. Hier vorne. Und dann auf Layers. Und dann, jetzt kommt die Dingens eben. Und dann löscht ihr alle Einträge, die einen Pfad mit Steam haben.
Wenn es da keine gibt, dann ist es in Ordnung, dann könnt ihr einfach mit dem nächsten Schritt weitergehen. So, bei mir gibt's wahrscheinlich keine mehr. Ich habe das einfach so gemacht. Ich bin so drüber gegangen, ne, so, und habe einfach geguckt, welcher Pfad zu Steam führt. Zum Beispiel hier habe ich schon einen. Hier, Nether. Ich habe tatsächlich einfach alle weggehauen, also auch die auch nichts mit Dingens zu tun haben, die nichts mit, ihr wisst schon, mit dem Programm zu tun, mit Starbound zu tun haben. Es hat dem Programm aber nicht geschadet. So, also, ich habe jetzt hier das eine gelöscht. Okay, kommen wir nun zum fünften Schritt hier. Repeat the last step with HK Local Machine und dann und so weiter und so fort. Also das einzige, die einzige Veränderung ist eben, dass ihr ganz hier oben die Local Machine auswählt und sonst kommt genau das gleiche. Jetzt habe ich natürlich wieder alles vergessen. Was war's? Wie war das? Oh yeah, ultramäßiges Vorspulen. Naja, einfach wieder den Pfad suchen eben, ne? Zack. Also ihr könnt eh pausieren in dem Thread. Da steht ja alles. Ja. Ich gehe übrigens einfach so mit der Maus da drüber. Ich klicke nichts oder irgendwie so, ja. Wie gesagt, einfach den ganzen Jumble raushauen, der mit Steam was zu tun hat. Und dann kann es weitergehen. So, dann repeat step 2 to confirm Steam has no compatibility. Also, ne, ihr geht einfach nochmal hier den gleichen Weg wie vorhin eben auch, um eben zu kontrollieren, dass die Sachen, die ihr gerade eben geändert habt, nicht möglicherweise irgendwie die Eigenschaften in der Kompatibilität von Steam verändert haben. Haben sie aber nicht, okay. Launch Steam and play Starbound. Also, das hat mir geholfen. Ich habe dann seitdem keine Lags mehr gehabt oder und irgendwelche Probleme. Ja, gut, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen, ne? Dann viel Spaß beim Starbound-Zockern und macht euren PC nicht kaputt, gell? Bis dann, ciao, ciao.